Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei uns auf dem Kanal gelandet seid. Wir haben uns wieder ein bisschen was einfallen lassen und sind glücklich darüber, dass ihr reinschaut. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen und vielleicht beim Nachmachen. Um so eine Kugel zu gestalten, habe ich mir diesmal wieder einen Luftballon aufgeblasen. Ich hatte jetzt überlegt, mit welcher Masse man das am besten macht. Bin dann auf Keramik gekommen, weil Keramik relativ schnell fest wird. Man kann das bestimmt auch mit Gips machen oder mit einer preisgünstigen Spachtelmasse. Ich habe jetzt hier Artistone Keramikgießmasse verwendet, habe mir die schon eingerührt, relativ dick, damit man das einigermaßen zu halten kriegt auf dem Luftballon. Und dann wird es vorsichtig auf dem Luftballon verteilt. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn man solche Kugeln mit Beton macht. Das läuft dann vorsichtig hier runter. Läuft vorsichtig, es läuft einfach von alleine. Und ihr müsst jetzt es so weit verteilen, dass das, naja, ungefähr so die Form annimmt, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich wollte ja eine Kugel haben, also muss das ziemlich weit runterlaufen und sich schließen. Mal sehen, ob wir das so hinkriegen. Ich habe das jetzt hier immer vorsichtig verteilt. Die Keramikmasse zieht ja relativ schnell an. Also ihr müsst auch ein bisschen flink sein mit den Fingern und immer mal ein bisschen nachbessern. Wir wollen ja eine Kugel so weit wie möglich geschlossen haben, dass man halt bloß nur reingucken kann. Also muss man immer mal wieder ein bisschen hochschieben, ein bisschen versuchen nachzuarbeiten. Aber eigentlich geht es relativ einfach, haben wir so festgestellt. Einfach. Ist alles immer ein bisschen Übung, ein bisschen austesten, ausprobieren und immer wieder dranbleiben, dass man das immer wieder da ein bisschen hinschiebt, ein bisschen glatt streicht. Das ist ja mit Zement auch so. Das ist mit Zement auch, aber diese Masse hier, die härtet halt schneller aus als Zement. Und wenn ihr dann alles so weit dahin gestrichen habt, wo ihr es haben wollt, ich meine, das läuft immer noch ein bisschen nach, ich wollte ja eigentlich irgendwo ein Loch haben, aber dann kann man das noch ein bisschen glatt streichen, indem man jetzt hier noch ein bisschen so drüber ditcht. Langsam wird es auch ein bisschen wie Knete. Dann kann man das noch ein bisschen nacharbeiten. Ich hoffe, das wird jetzt mal langsam fest. Eigentlich ja, da musst du es stehen lassen. Darfst du nicht mehr bewegen. Eigentlich sollte es ein bisschen wie eine Schneekugel werden. Mal schauen. Ringsrum habe ich jetzt alles soweit, denke mal, dicht, dass da kein Loch mehr irgendwo ist. Und jetzt muss man das aushärten lassen. Und Keramik geht ja schnell. Das ist ja eigentlich innerhalb von einer Stunde fest. Also warten wir jetzt mal eine Stunde. Nach einer Stunde ist die Keramikmasse eigentlich fest. Aber wir haben jetzt, ich glaube, eine Stunde, einen Tag haben wir das stehen lassen. Man kommt ja auch nicht immer zum Basteln. Also wir haben es jetzt einen Tag aushärten lassen. Dann ist es richtig fest. Dann kann der Luftballon raus. Und dann hat man eine Vase. Eine Keramikkugel. In die Kugel wollte ich ja jetzt eine kleine Landschaft reinmachen. Und damit man ein bisschen Himmel hat, habe ich mir gedacht, streiche ich hier oben, also alles so in Blau, bis hier hinten so vielleicht. Schönes, wie heißt das? Aquablau. Und dann hat man unten den weißen Schnee nachher und hier oben den Himmel. Also streiche ich mir jetzt erstmal alles oberhalb hier in Blau an. Also nach dem Blau anmalen habe ich mir noch ein paar Wolken reingemalt. Nachher kommt man ja schlecht rein. Also ihr müsst dann schon jetzt vorher das so farblich gestalten, wie ihr das haben wollt. Hinterher wird es dann schwer. Also das ist jetzt Himmel und hier unten wird dann nachher natürlich die Hölle. Die Schnee. Schnee, ja, Erde sollte ja werden, aber eben halt auch Schnee. Die Kugel sollte ja nachher auch einen Platz finden, wo wir sie hinhängen oder hinstellen oder was auch immer können. Deswegen habe ich mir so einen Ast ausgesucht, wieder so einen Haselnuss, wie heißt das, Korkenzieher, Haselnuss. Und den haben wir in einer Schale platziert, den Ast. Da kommt jetzt auch wieder Keramikgießmasse rein. Das muss ja irgendwie einen Standfuß haben, das ganze Teil, damit das irgendwie sicher stehen kann nachher. Da muss ich noch ein bisschen mehr reingießen, also muss schon ein bisschen Gewicht, wird sehr salzig. Bisschen mehr Gewicht hier unten reinmachen. Und jetzt muss das Ganze natürlich aushärten.
Ist ja logisch, wie wir weiter damit arbeiten können. Zwischenzeitlich können wir aber die Kugel weiter gestalten. Die habe ich mir jetzt hier auf so einen alten Eimer gestellt. Und dann kann man die den Innenraum schon mal dekorieren. Als erstes muss jetzt in der Kugel irgendwie der Boden ein bisschen angehoben werden. Dafür hatte ich mal, ich wusste nicht wofür, da hat mir eine Freundin mal so eine Styroporplatte. Naja, Styroporplatte, Eisscholle oder was weiß ich geschickt, hatte sie schon vorgespachtelt. Ich glaube, die wusste im letzten Jahr oder vor 2 Jahren schon, was ich damit irgendwann mal machen möchte. Damit es reinpasst, musste ich es durchschneiden. Das soll jetzt hier in die Mitte so den Boden darstellen, ein bisschen anheben. Und da klebe ich das jetzt halt rein. Da mache ich mir jetzt eine Spachtelmasse drauf, Spachtelcreme. Und versuche den Boden halt ein bisschen auszugleichen damit. Und diese Spachtelcreme, wenn die fest wird, ist sie gleich verklebt. Also ich habe jetzt hier eine Spachtelcreme, auch wieder von Artidee, also alles aus dem Piccolina Shop Spachtelcreme. Wie gesagt, ich verlinke euch ja jedes einzelne Material, was ich verwende, unter meinem Video wie immer, damit ihr das nachmachen könnt. Und jetzt soll hier am Rand noch ein bisschen Schnee hin und dafür nehme ich so eine Deko-Schneepaste. Damit kann man jetzt so Teile ausgleichen, wenn jetzt irgendwo was fehlt, auch noch Schnee hier oben drauf setzen. Hier den Ritz wieder zumachen, da soll ja dann auch was draufstehen. Und in diese Schneepaste kommen dann die Figuren reingeklebt, die ihr euch und dann... Und da hinten im Rand machst du da eine Kette drin? Nö. Eine Kette? Eine Lichterkette? Ja, ich weiß nicht, das jetzt zu bohren oder so, ich habe auch schon überlegt, da irgendwie eine Lichterkette reinzumachen. Vielleicht mache ich da eine kleine rein, dass da bloß ein Licht ist. Ich weiß es noch nicht genau. Erstmal muss ich jetzt den Boden hier festkriegen. Also der Boden ist dann jetzt erstmal so weit ja, angehoben, ausgespachtelt, gestaltet, dass man da jetzt anfangen kann, seine Landschaft reinzusetzen, würde ich mal sagen. Wir wollen in die Mitte gerne auch eventuell ein Teelicht rein haben, also muss ich versuchen, am Rand ein bisschen was hinzustellen. Und dafür habe ich hier mir ein paar so kleine Sachen vorbereitet, die ich da jetzt einzeln reinstelle. Hinten erstmal irgendwie einen großen Baum, mal sehen, wie ich da jetzt rankomme. Meine ganzen Figuren habe ich jetzt hier platziert. Ihr müsst nicht so viel reinmachen, wie ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe da jetzt Bäumchen und wie gesagt, das kleine Teelicht. Ihr könnt natürlich auch versuchen, eine Lichterkette reinzumachen. Ich fand es jetzt mit dem Teelicht angebrachter. Und jetzt muss das natürlich alles wieder trocknen, die ganze Spachtelcreme. Und dann ist das alles auch fest da drin verankert. Und man hat die Kugel erstmal soweit fertig. Und damit jetzt auch die Kugel von außen ein bisschen Schneeglitzer bekommt, kommt jetzt hier ein bisschen Serviettenkleber drauf oder eben Bastelkleber, was ihr gerade zur Hand habt. Ihr müsst immer mit dem basteln, was ihr gerade habt. Und dann eben Glitzer drüber, damit die Kugel schön weihnachtlich, schneemäßig glitzert. Ich habe dann hier so einen durchsichtigen, irisierenden Glitterstaub. Gut, das kann ich jetzt nicht wieder auffangen hier, aber den streue ich jetzt hier über meine Kugel drüber, vorsichtig, damit das auch alles immer schön glitzert. Da die Kugel nur doch recht groß geworden ist, haben wir uns überlegt, anstatt die Kugel jetzt hier an den Ast anzuhängen, gießen wir uns einen Fuß und stellen die Kugel halt auf den Fuß drauf. Ist mir sicherer, als wenn irgendwie das nachher hin und her wackelt, abfällt, weil es zu schwer ist oder was auch immer. Ich habe ja hier so einen Fuß, den ich jetzt öfter mal nutze, vom alten Kerzenständer mal abgeformt. Und den gießen wir uns jetzt als Standfuß dann praktisch. Und da kommt dann die Kugel drauf und dann steht sie da sicher. Das muss dann jetzt natürlich auch erstmal wieder fest werden. Den Ständer hier konnte man dann jetzt auch aus der Form rausnehmen, aus dem Plaste, naja, aus der Plasteverpackung. Und jetzt wird der Baum oder Zweig, soll ja ein Baum darstellen, der Zweig noch ein bisschen winterlich gestaltet. Da kann jetzt auch überall noch Schnee drauf, auf die freien Stellen hier oben, kann ruhig Schnee runterhängen. Ja. Ja, so ein bisschen, dass das verschneit aussieht.
überall ein bisschen. Das wird ja dann richtig fest und bleibt dann da halt dran. Überall ein bisschen verteilen, wo was hin soll. Das ist jetzt mit der Schneepaste, ja? Das ist jetzt wieder die Deko-Schneepaste, genau. Das wird alles winterlich aussieht, ruhig. Und damit der Schnee auch noch ein bisschen besser glitzert, kommt dann jetzt diesmal silberner Deko-Flitter drüber. Den kann man einfach so ein bisschen drüber streuen. Das haftet dann auch mit fest. Vorsichtig, nicht zu viel verschwenden damit. Vorsichtig drüber streuen. Jetzt können wir dann schon den Fuß ankleben. Ich hatte mir den Fuß ja vorhin gegossen. Und ja, der ist ein bisschen krumm und schief geworden, macht aber nichts, weil die Kugel ja auch nicht so gerade ist. Kann ich mir den Fuß jetzt hier einfach befestigen und die Kugel da so richtig schön draufsetzen. Hatte ich jetzt eben alles schon mal ausprobiert. Der Montagekleber, der hält das alles immer toll. Mache ich ein bisschen was drauf. Ein bisschen weiter rüber, wa? Ein bisschen weiter rüber, ne? So, und jetzt hier auch schön Montagekleber drauf, dass die Kugel da auch richtig schön drauf stehen kann. Und da der recht schnell trocknet, hält es dann auch alles immer super. Die Kugel in Position bringen. So, ich denke mal, das steht jetzt erstmal. Und jetzt kommt hier auch noch überall ein bisschen Schnee drauf. Soll ja ruhig ein Schneeberg sein. Schneelandschaft. Schneelandschaft, ja. Oder ein flacher Berg. Ein flacher Berg. Eine Ebene. Ich habe dann jetzt hier noch ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Glitzer gehört ja immer wieder dazu, auch hier unten auf den Schnee natürlich. Und so kann es jetzt erstmal fertig trocknen. Unsere Schneekugel ist dann jetzt fertig, fertig aufgestellt, fertig dekoriert. Ich denke mal, das ist eine neue Variante, um so Kugeln zu gestalten aus Gips, Keramik, Beton, aus was ihr das auch immer machen wollt. Probiert es einfach mal. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.